geht wieder los. Der nächste Kurztrip steht an. Mal sehen, wie lange er dauert. Schauen wir mal. Ich bin jetzt erstmal gestartet in Kaiserslautern und fahre jetzt mal Richtung Pirmasens. Ja, und dann geht's weiter. Ja, mal gucken, wo ich dann heute Abend den Platz finde. Und ich habe wie immer das Gefühl, ich habe was vergessen. Aber ich bin ja nicht aus der Welt. Ich bin ja heute erstmal nur, sage ich mal, vielleicht ein Stündchen weg von zu Hause, wenn wirklich was Schlimmes wäre. Dann müsste ich halt nochmal nach Hause, mich treibt ja nichts. Ja, Wetter ist mäßig, man sieht es, es ist grau und grau. Und ja, wird auch bald schon dunkel, es ist kurz vor 5. Ja, dann gehe ich mal Wasser holen. Bis gleich. So, dann gehen wir mal füllen. Solange es noch hell ist, dann natürlich. Nur vom Verkehr. Ich habe natürlich am vorgestern habe ich das Auto zumindest mal wassertechnisch frostsicher gemacht, hoffe ich. Ja, man kann hier tatsächlich Aufbau und Fahrzeug getrennt. Oder man muss Aufbau und Fahrzeug getrennt öffnen. So, was bedeutet das? Frostsicher, das heißt für mich als ahnungslosen Menschen, dass ich erstmal alle Wasserhähne quasi leer gemacht habe. Also alle Wasserleitungen leer gemacht habe. Entsprechend das Wasser, die Pumpe habe laufen lassen bis kurz vor leer. Gefühlssache so ein bisschen. Das ist übrigens mein mechanischer Schutzengel hier. Sieht man den? Nein, jetzt besser. Der begleitet mich, seit es das Auto für mich gibt. So, und jetzt geht's raus. Aber ich ziehe mir erstmal die Jacke an, ist nicht kalt. So, da drin ist es jetzt schon zu dunkel für den Gimbal. Deswegen habe ich jetzt hier mal die Taschenlampe mit dabei. Weil hier unten drin sitzt nämlich der Frostwächter, der dafür sorgt, dass der Boiler nicht platzt, wenn er einfrieren sollte. Der ist jetzt auf Durchzug. Ja. Also der hat jetzt quasi ausgelöst. Das habe ich manuell gemacht. Den muss ich jetzt wieder scharf stellen, den Knopf reindrücken. Und dann ist der wieder in Funktion und ich kann den Boiler wieder füllen. Ja, sonst wird mir jetzt das Wasser einfach durchlaufen dann nachher. So. Dann machen wir hier mal zu. Das war's hier hinten. Dann habe ich den Wassertank natürlich leer gemacht. So, da ist hier hinten, ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt sieht, wo ist meine Hand? So, da ist hier oben, ist quasi einfach ein Absperrschieber. Hier ist das Hinterrad und ungefähr hier unten drunter sitzt der Absperrhahn für den Wassertank. So, dann habe ich natürlich auch das Grauwasser leer gemacht. Der ist hier. Und den muss ich natürlich auch wieder zumachen. Jetzt hoffe ich, ich habe vor lauter an alles gedacht. Jetzt klemme ich mal das Wasser an, dafür brauche ich jetzt mal beide Hände.
ist ja nicht so, als hätte ich kein Licht hier. Ich habe ja auch eine Außenbeleuchtung, aber das ist trotzdem ein bisschen mau. Ja, meine neueste Errungenschaft ist dieser Füllstutzen hier. Da macht man jetzt einfach einen Gardena-Anschluss dran, so hier. Und dann kann man den einfach so wegmachen. Hat dann am Schlauch natürlich auch einen Gardena. Und dann macht man das hier einfach. Ich brauche eine Videoleuchte, Leute, unbedingt. Ja, dann dreht man das auf und dann macht man das ab. Und dann ist hier ist noch ein kleines Schläuchlein dran. Und das kann man dann, das geht dann hier so ein bisschen um die Kurve da rein. So. Ja, und dann kommt hier einfach der abschließbare Deckel wieder drauf, damit da keiner irgendeinen Scheiß macht. Abschließbar. Klappe zu. Noch den Schlauch wegräumen hier. Und dann geht's einkaufen. So, der Einkauf ist auch erledigt. Kann ich mir das so mal abgewöhnen? Ist ja noch schlimmer wie auf dem Motorrad. Ach, kennt ihr das, wenn ihr in einem Supermarkt einkaufen seid, wo ihr sonst nie seid und wo ihr euch dementsprechend auch nicht auskennt und rennt von Pontius nach Pilatus, um sein Kram zu kaufen. Da kann der Supermarkt nichts für, aber ich finde es trotzdem furchtbar. Ja, das Licht am Citroën Jumper. Ich habe nur LED-Tagfahrlicht, aber ansonsten wahrscheinlich irgendeine H7-Funzel da drin. Auf der rechten Spur bleiben. Genau, das mache ich. Und ja, das ist ein bisschen mager. Da muss ich mal gucken, ob ich da was ändern kann. Ich habe an meinem Mercedes, an dem GLA, habe ich Voll-LED. Und das ist natürlich eine ganz andere Welt. Linke Spur verwenden und links halten auf deutsch-französische Touristikroute fahren. Hier kommen jetzt gleich die guten Maultaschen rein. Und dann gibt es erstmal lecker Essen. So, auf dem Weg dahin habe ich wieder eine kleine Optimierungsmaßnahme gemacht. Und zwar ist so ein Kastenwagen ja energetisch betrachtet eine völlige Katastrophe. Und aufgrund der Erfahrung der letzten Nächte habe ich jetzt hier einfach eine Decke hingehängt. Da hinten hinter dem Hängeschrank da hinten habe ich ein Klettband hingeklebt, habe damit Druckknöpfe an dieser Decke das Gegenstück festgemacht und hier mit ganz normalen Leimzwingen alle Naslang hier eine Leimzwinge hingemacht. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, wie kalt es dahinter ist. Ich habe nämlich hier hinter dieser Klamme mein Kühlschrankthermometer mal hingehängt. Hängt also zwischen der Decke und der Tür. Jetzt schauen wir mal, wie kalt oder warm das ist. So, da hinten dran sind 15 Grad. Hätte ich eigentlich mit weniger gerechnet. Weil mir das nicht schockierend genug war, habe ich jetzt nochmal das Thermometer dahin gehängt. Etwas tiefer. Und bin mal gespannt, ob es jetzt weniger anzeigt. Ja, jetzt sind wir bei 12 Grad ungefähr. 12 Grad, die es hinterm Vorhang hat. Essen ist fertig. Ja, noch ein bisschen hier lecker Maultaschen mit Kartoffelsalat. Okay, der ist von der Metzgereitheke. Aber so ähnlich wie selbst gemacht. Besser als aus der Kühlabteilung. Dazu noch ein bisschen Amazon Prime. Oh, keine Werbung. Noch ein bisschen Streaming. Ja, dann werde ich noch ein bisschen Material sichern und dann gehen wir ins Bett. Ja, so viel war es ja heute nicht, deswegen hänge ich morgen wieder dran. Morgen gibt es was richtig, richtig Geiles. Leider nicht für mich,
aber ich darf dabei sein. Lasst euch überraschen. Ich sage nur so viel, es hat mit meinem anderen Hobby zu tun. In diesem Sinne sage ich mal gute Nacht. Gleich geht's. In ein, zwei Stunden geht's in die Koje. Und ja, dann geht's morgen weiter. Bis gleich. So, moin und hallo erstmal. Ich stehe in Klingenmünster an der, ich glaube, Klingbachhalle. Da ist ein Stellplatz. Bin ich gestern Abend noch hingefahren. Da hinten ist auch eine Stromsäule. Aber leider nimmt die nur 50 Cent Stücke. Da verlässt man sich mal drauf, dass man mit einem Euro was anfangen kann. Und dann will das Ding 50 Cent Stücke. Naja, ich bin auch so durchgekommen. Jetzt schauen wir mal. Heute ein bisschen fahren. Gucken, was der Strom nachher sagt. So, was ich jetzt mache, ist ziemlich lebensverachtend. Und zwar sieht man da oben, sieht man das? Hier oben ist eine Burg. Und da gehe ich jetzt mal hin, die Burg Landeck. Laufen ein paar Meter. Weit ist es nicht, aber hoch. Naja, schauen wir mal. Jo, bis gleich. Fuck, jetzt ist es wieder schweinekalt. Schneidender Wind. Minus 1 Grad, hat das Auto gesagt. Angeblich habe ich noch 600 Meter. Und die Burg ist hier nur da oben. Boah, das wird ja ein Spaß. Egal. Oh. Wenn man die Straße hier sieht, dann weiß man, was kommt. Hier geht es jetzt ans Eingemachte. Deswegen werde ich mir die Luft jetzt sparen. Und weiter geht's. Ui. Die Schritte verlangsamen sich. Der Pulsschlag beschleunigt sich. Oh, heilige Scheiße. Kann man das sehen, wie steil das ist? Vielleicht nach unten? Ich weiß nicht, ob man das raufkriegt. Wenn das der offizielle Fußweg ist, Halleluja. Oh. Und ich muss noch bis da hoch. Kacke. Jetzt suche ich hier verzweifelt die Anseilmöglichkeit. Matschiger Waldboden mit Laub bedeckt. Kalte Temperaturen. Uah. Aber ich glaube, das lohnt sich. Ich glaube, wir machen nämlich ganz schön Höhe. Hier. Ich denke, man hat einen tollen Ausblick. Wahrscheinlich hat man überhaupt keinen Ausblick, weil die so diesig ist. Aber egal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die letzten Höhenmeter gemacht werden. Boah. Puh, ich bin oben. Und jetzt ist hier eine Straße. Das heißt, ich hätte auch hochfahren können. Vielleicht hätte ich hier sogar pennen können heute Nacht. Egal. Liebe Besucher, Sie betreten einen Burg, die von freiwilligen Helfern gepflegt und stand gehalten wird. Bitte vorsichtig folgende Hinweise beachten. Erbaut vermutlich um 1200. Da ist ein zuendes Tor. Hier ist ein offenes Tor. Aber ich schaue mir jetzt erstmal die Aussicht an hier. So, jetzt, das hat sich doch gelohnt, Leute. Ich bin der Meinung, das hat sich gelohnt. Ja, wenn es nicht so diesig wäre, dann könnte man wahrscheinlich ganz schön weit gucken. Aber gut.
wenn wir nicht so anspruchsvoll sein. Ne? Jetzt gucke ich mal, ich glaube, ich kann hier außen rumlaufen. Hier steht so eine Kanone. So sollte sie nicht losgehen. Die sollte dann besser ein bisschen aufgerichtet werden. Und was haben wir hier? Steinkugeln, Mörserkugeln und Kanonenrohr des 18. Jahrhunderts. Hier ist eine Kugel. Hier. Fettes Ding. Krass. Oder eben mit Steinkugeln, so wie hier. Ja, zum Zerbrechen von Mauern etc. mit entsprechenden Katapulten oder sogar mit einer Büchse, also mit einer Kanone. Interessant. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier außen rumlaufen kann. Hier sind die Reste eines Aborterkers. Das heißt, hier oben, was aussieht, als wäre da mal ein Balkon gewesen, war früher die Toilette. Und dann ist die ganze Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes hier runtergefallen. Und wahrscheinlich war dann hier ein Durchfluss, der den ganzen Mist dann nach außen gebracht hat. Jo, hier ist so ein ganzer, ich würde mal sagen, das ist ein Wehrgang. Früher dann die patrouilliert sind hier, keine Ahnung. Überall kleine Ausbuchtungen mit Schießscharten oder auch hier auch eine Schießscharte hier unten. So, da können wir gleich nochmal drüber gucken, da vorne. Dann müssten wir schon bald außenrum sein. Genau. Hier ist das Tor, wo ich auch reingekommen bin und jetzt auch wieder rausgehen werde. Und noch ein Blick in den Innenhof. Ja, hier ist eigentlich nur Gastronomie. Und wie das früher hier mal ausgesehen hat, kann man nur noch erahnen. Hier ist ein Turm. Da kann man wahrscheinlich auch hoch. Mal hier ins Museum da rein. Toilette, Geschirrrückgabe. Guck mal, war alles organisiert früher schon. Vor fast 1000 Jahren. Wunderbar. Ein kleiner Einblick in die Modewelt des 13. Jahrhunderts. Ja, man beachte die Schnürung um die Körpermitte. Sieht mir doch recht unbequem aus. Wahrscheinlich nur, damit der Kram nicht runterfällt. So, was haben wir hier? Ja, das ist wohl hier so ein Käfig, wo man früher irgendwelche Gauner eingesperrt hat und hat sie dann langsam verrecken lassen. Und die wurden dann noch von den Leuten angespuckt und was weiß ich noch alles. Haben hier zugeguckt, wie hier schön in der Gastro gefeiert wird. Hier überall. Und ja, wurden hier gequält. Hier ein Katapult, ein kleines, relativ kleines, würde ich mal behaupten. So, was haben wir hier? Jo, hier ist eine schöne LED-Lichtleiste. Auch damals schon sehr energiebewusst. Das sieht mehr aus wie eine Werkstatt hier. Da unten ist ein kleiner Amboss. Kann man das sehen? Ja, ich denke schon, da ist ein großer Amboss, ein größerer Amboss. Hier ist ein Schleifstein. Da wurden wohl die Waffen früher geschärft. Die Waffenkammer vielleicht auch. Weil das hier... Weil das hier auch hinter einem Tor liegt. Ne? So,
Jetzt gucken wir noch hier hoch und dann haben wir, glaube ich, alles gesehen. Das ist so ziemlich der höchste Punkt, außer diesem Turm hier oben. Und dementsprechend hat man hier nochmal die tolle Aussicht hier runter. Über die Rheinebene eigentlich. Wir sind hier quasi am Rande des Pfälzer Waldes. Auf der Burg Landeck bei Klingenmünster. Wenn ich euch was empfehlen darf, dann kommt hierher im Winter, wenn hier kein Mensch ist. Ansonsten aufgrund der doch sehr ausgeprägten Gastronomie, denke ich mal, ist hier die Hölle los. Ja, das ging jetzt alles länger als geplant. Ich latsche jetzt wieder runter. Ich muss jetzt da runter. Irgendwo da unten steht mein Womo. Ich sehe es nicht. Ich erspare euch das Gejammer auf dem Rückweg und melde mich dann aus dem Wohnmobil wieder. Abfahrt. Wir fahren jetzt durch Klingenmünster, wahrscheinlich Richtung Landau, Germersheim. Richtung Gondelsheim, das liegt bei Bretten. Ist das Kraichgau? Ich glaube, das gehört zum Kraichgau. Und da fahren wir jetzt mal hin. Und ich habe mir noch schön in die Finger geschnitten, Messer in der Spüle gehabt, reingegriffen, der Klassiker. Naja, egal, ich lebe noch. Genau das mache ich jetzt und dann melde ich mich nachher nochmal. Das ist so eine typische Ortsdurchfahrt hier an der Weinstraße. Die Häuser ganz nah an der Straße, keine Vorgärten. Und ein Weingut jagt das nächste. Ich bin jetzt gleich da. Ich habe mir das jetzt anders überlegt, weil die Aktion, die wir jetzt gleich machen, die würde ich gerne in ein anderes Video verpacken. Deswegen, ich denke mal, mit dem doch recht ausführlichen Ausflug an die Burg Landeck vorhin. Da mache ich jetzt einfach mal Schluss mit diesem Video. Ich werde das nächste Video dann relativ zügig nachschieben. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr euch mein nächstes Video auch wieder anschaut. Und weil das so ist, sage ich mal wieder ganz optimistisch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.